So, es gibt noch was zu tun in Crimson Castle. Und zwar bin ich hier in die Bibliothek zurückgegangen und wir sehen, hier gibt es ein Stromsymbol an der Wand. Welches uns ein bisschen zum Vorteil gereichen dürfte. Was für ein Mechanismus, Alter. Okay. Die Renner nehmen wir zu lustig. Was steht hier? Eine Inkarnation von destruktiver Kraft erwacht vor langer Zeit. Seine Kraft bringt die Erde zum Schaukeln. Okay. Ich finde ihre Laufanimation ziemlich interessant. Ja, so cartoonmäßig so. Ja, ja, die gute Maryville. Wir werden sie auf jeden Fall noch brauchen, denn es gibt einige Dinge, die wir jetzt ja, offenlegen können. Welche uns auch dementsprechend sehr behilflich sein sollten. Obwohl es jetzt eigentlich schon wieder eigentlich gar keinen Sinn macht. Tatsächlich, weil... Ja, es geht um die Heilbeeren. Man kann jetzt durch einen, oder durch ihr Personal Skill, kann man einen, oder durch ihr Tool eher gesagt, kann man einen Weg freischalten, der uns quasi dabei behilflich sein wird, einen gewissen Laden zu finden, wo wir diese Heilbeeren kaufen können. Macht jetzt in der Hinsicht eigentlich mittlerweile wenig Sinn, weil wir ja First Aid haben. Das sieht mechanisch aus. Kann sie was damit anfangen? Yeah! Wir haben die ihre zweite Force Asgard bekommen. Asgard ist ein modifizierter Typ 3 Rüstgolem, den man beschwören kann, um seine Gegner zu zerschmettern. Nice! Das ist das, was ich eigentlich noch erledigen wollte hier drin. Jetzt möchte ich gerne hier raus, wenn es geht, aber es ist ein bisschen lästig, dass ich keinen Escape Spruch habe. Egal, macht nichts. Wir laufen einfach raus. Beziehungsweise schlagen uns doch x-mal die Birne ein. Ja, ich liebe optionale Sachen in Spielen. Ich liebe sie einfach. Gerade in Wild Arms sind sie meines Empfindens nach sehr interessant und vor allem auch sehr hilfreich auf Dauer gesehen. Deswegen werden wir uns jetzt diesen optionalen Sachen erstmal zu Genüge widmen, bevor wir uns dann storytechnisch weiter fortbegeben. So, wir werden jetzt nach zum merkwürdigen Hauptquartier begeben. Ihr erinnert euch vielleicht noch, da wo wir die Monsterkarten damals einsehen konnten. Genau da möchten wir jetzt hin. Denn jetzt können wir etwas tun, was eigentlich schon von Anfang an des Spieles sinnvoll wäre. Nämlich diese Statue hier tasern. Paralysiert. Muss ich das paar Mal machen, oder? Ah, seht ihr? Da hat sich was geöffnet. Seht ihr das? Es hat sich ein Weg geöffnet. Was ist hier? Ach, wir können unsere Namen wieder ändern. Moment, ich glaube, diesen Ort hätte ich schon vorher betreten können. Ich Dummkopf, Alter, ich hab's noch nicht gesehen. Aber es macht nichts. Komische Sandalen gefunden. Scapegoat, nice. Ich glaube, es ging um diesen Roboter hier. Verzeihung. Tote Batterien, helfe ich dir. Willkommen im Schwarzmarkt. Jawohl. Genau, der Schwarzmarkt. Ich weiß nicht, warum man das so gemacht hat in diesem Spiel, dass man hier nur hier Beeren kaufen können. Ja, sie haben Rare Items. Ihr seht, wir können alles kaufen, was wir wollen. Wir können Heilbeeren, wir können große Beeren, Karotten, wir können alles kaufen. Und ich werde von jedem jetzt erstmal 99 Stück kaufen. Jawohl, Revive Fruit. Brauche ich nicht, kaufe ich mal 2. Heilbeeren brauche ich auch nicht mehr. Beziehungsweise Heilbeeren kann ich dazu benutzen, um mich auf dem Feld zu heilen. Warrior Speed brauche ich eigentlich nicht. Nice. Sehr gut. Okay, was ist das hier? Ha, hier kann man auch irgendwas tun, wie es aussieht. Aber wahrscheinlich erst später. Ach Gott, Alter. Endlich bin ich mal im Besitz von Beeren. Ich pack's nicht. So kann ich mich auch mal außerhalb des Kampfes heilen. Sauber. So, das ist das, was ich jetzt tun wollte.
Perfektomat. Dann möchte ich als nächstes... Was möchte ich denn als nächstes? Ich glaube, wir werden einen Dungeon noch betreten. Beziehungsweise, ja doch, wir werden einen Dungeon betreten. Ja, wir werden nämlich diesen Dungeon betreten, wo ich im letzten Video geraged abgebrochen habe. So, wo ist Gil'Galad nochmal? Da hinten. Wenn ich den Dungeon jetzt wieder finde, wohlgemerkt. Okay. Der sogenannte Werewolf's Den. Ja, ihr seht noch, es gibt noch einige Items auf der Weltkarte, die ich allerdings noch nicht eingesammelt habe, weil keine Lust. Das werde ich dann ab irgendwann mal machen. Werewolf's Den. War südöstlich von Gil'Galad. Allerdings weiß ich nicht mehr ganz genau, wo es war. Hier war es nicht. Ach Gott, wo war denn diese scheiß Höhle, Alter? War das das? Kann sein, ja. Ja. Der Werewolf's Den. Wir werden ihm uns jetzt annehmen. Wie man sich vielleicht denken kann, ist dieser Dungeon nicht arg lang. So, wir müssen jetzt nach Süden gehen. Es gibt nämlich einen... Es gibt eigentlich nicht viele Möglichkeiten, wo wir hin müssen. Und hier müsste es irgendwo, und das habe ich eben nicht gesehen im letzten Mal, ja, eine... Ach Gott, seht ihr das? Das müssen wir aufsprengen. Naja, muss man aber erstmal drauf kommen. Ja, Black Sabbath schon wieder. Noch keine Gegner, Alter. Keine Gegner sind es. Ne. Jo, ist klar, Alter. Ist klar. So, jetzt aber. Neuer Versuch. Mein Gott, ist es schön, wenn ich mich wieder aufheilen kann. Bam! So, hier müssen wir, glaube ich, nur noch... Ach, hier ist wieder eine. Hier ist wieder was zum Aufspringen. Bam! Naja, das muss man halt auch sehen, ne? Okay. Was ist das denn hier? Hallo? Was passiert hier? Ich spiele die Wellen eines Wächters. Ein Wächter muss in der Nähe sein, aber es ist ein merkwürdiges, kraftvolles Gefühl. Das ist das erste Mal, dass ich so etwas fühle. Okay. Was? Ein merkwürdiger Wächter? Das heißt doch nicht etwa, dass... Ich kann nicht glauben, dass das geheiligter Grund ist. Naja. Ha, es ist eine Zeitverschwendung. Wir müssen weitergehen. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Hast du gerade schon gesagt. Mary, ich bin der Wächter der Sehnsucht. Wenn du diese Kraft möchtest, gebe mir einen Namen. Ja, wir kennen diesen Typen. Wir kennen ihn. Es ist Lucid. Ashley? Oh shit. What's happening? Werde ich wieder in die Anderswelt gesaugt? Hat Anastasia... Wo bin ich? Ich habe auf dich gewartet, Ashley. Derjenige mit der Verbindung zum, Flammen-Blazing-Demon umhüllten Ashley Winchester. Wer bist du? Ja, wer bist du? Es ist Lucid! Yay! Lucid? Es ist eine lange Zeit her, Ashley. Warum bist du hier? Ich habe auf dich gewartet. Anastasia hat mich darum gebeten. Sie wollte, dass ich dir helfe. Anastasia wollte... Aber es ist bedeutungslos. Wenn du mich nicht richtig benutzen kannst. Ich bin der Wächter der Sehnsucht.
Ich leihe nur denjenigen meine Kraft, die meine Kraft nutzen können. Verstehst du, was ich meine? Nein, ich bin dumm. Die starken Sehnsüchte, Bedürfnisse eines Menschen sind mein Futter. Die Kraft meiner Stärke. Es ist das Fleisch und Blut, welches ich für meine Macht brauche. Eine Sehnsucht stärker als alle anderen. Ich frage dich, was ist deine Sehnsucht? Oder dein Begehren. Was ich begehre? Ich begehre ich sehne mich nach einem friedlichen Alltag. Marina ist da mit Großmutter, Brad und Lilka und alle anderen von Arms. Tage, wo wir nicht mehr kämpfen müssen. Tage ohne Streitereien. Ist das deine Hoffnung? Ich möchte mir jetzt nicht wünschen, ein Held zu sein. Es gab eine Zeit, wo ich ein Held sein wollte, aber ich wollte nur das Lachen jedes beschützen. Jedes anderen. Ich wollte niemanden leiden sehen. Aber es ist eine einfache Antwort. Die Wahrheit ist, ich wollte das lachende Gesicht von Marina beschützen. Es spielt keine Rolle, was die Power, was die Macht ist. Macht ist weder gut noch böse. Macht kann böse oder gut werden, je nachdem, wer sie benutzt. So ist es auch mit der Hoffnung. Was du dir wünschst, ist das gleiche, was Anastasia sich wünscht. Eine gute Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die es wert ist, mein Fleisch und Blut zu werden. Lucid. Deine Kraft wird durch Hoffnung auf dein Körper übertragen werden. Wenn du Macht suchst, dann rufe meinen Namen. Okay. Für das tägliche Leben, das du begehrst, werde ich das Schwert werden, das alles zerschneiden wird. Ich benutze die Hoffnungen der Menschen, starke Hoffnungen für meine Kraft. Ich, der Wächter der Sehnsucht, Lucid. Ich werde mit dir reisen, bis der Tag kommt, an dem deine Hoffnung erlischt. Auf Deutsch, bis du stirbst. Nice, und somit haben wir eine weitere saubere Fähigkeit. Mad Lucid erhalten. Bist du okay, Ashley? Hey, du bist auf einmal verschwunden. Ich habe mir Sorgen gemacht. Und ich wurde ganz feucht. Ich wollte euch keine Sorgen bereiten. Der Wächter der Sehnsucht, Lucid, hat mich gerufen. Und er hat mir seine Stärke geliehen. Lucid? Er ist doch der Wächter, der immer Seite an Seite mit der Schwertussi war, oder? Ich habe gehört, dass es einen noblen Geist gibt, wofür es kein Medium existiert. Wenn du Lucids Power dir leihen kannst, dann werden deine Kräfte garantiert stärker werden. Ha! In meinem Fall reicht meine alleinige Präsenz aus, damit wir große Siege feiern. Aber zerbrechliche Menschen müssen wohl die Kräfte der Wächter nutzen. Seid dankbar. Alles klärchen. So, damit hätten wir das auch erledigt. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt... das ist, glaube ich, ein Angriff, den er erlernt hat, oder? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Oder muss ich ihn ausrüsten mit Lucid? Ich meine, es würde Sinn machen, aber... Kann ich aber nicht. Ha, naja, wir werden sehen, was es ist. Jetzt werden wir diesen Ort erstmal wieder verlassen. Oh ja, liebe Freunde. Wir sind hier fertig. Und können uns nun anderen Dingen widmen. Naja, eigentlich ist der Weg ja gar nicht so schwer, also... Habe ich mich ein bisschen blöd angestellt im letzten Mal. Egal. Hui, so. Der nächste Ort, den wir betreten möchten, ist... Wir müssen nach T-Bone Village ein T-Bone Steak essen. Denn wir müssen nochmal mit wie hieß sie? Meryl reden. Meryl, genau, Meryl war's. Meryl ist doch seine Fickfreundin hier. Wo ist sie? Hier ist sie. Oh, hi, Mister. Weißt du was? Was Gutes ist passiert heute? Ich bin zu dem Glücksspot im Südost, in der südöstlichen Küste gereist und sie haben Danke gesagt. Das Gute, was passiert ist, du bist heute gekommen. Ja, du bist in meinem Gesicht gekommen. Das war echt cool. Okay.
Ich werde erstmal speichern an dieser Stelle. Südöstlich davon. Das, was jetzt kommt, ist auch ein bisschen merkwürdig, wenn ich ehrlich bin, weil es hat auch viel mit... Ja, was heißt viel mit Glück? Das will ich jetzt nicht sagen. Ja, vielleicht ein bisschen. Deswegen werde ich jetzt erstmal gucken, wer eigentlich das beste Glück hat. Mein Gott, wir sind alle nicht wirklich von Glück gesegnet. Habe ich was, was mein Glück erhöht? Ja, Misanga. Und dann werden wir ihm... wer hat Pickpocket? Wer hat Pickpocket? Du hast Pickpocket, ja David. Werden wir ihm Fängerlong geben. Denn das brauche ich jetzt und man sieht schon auf der Weltkarte. Einen grünen Dot. Und an diesen grünen Dot werden wir jetzt gehen. So, das müsste irgendwo hier sein. Hier vielleicht. Haha. Bam. Good Luck Zone. Jawohl. Das ist der Ort, den ich suche. Es ist ein bisschen ein merkwürdiges Örtchen, wie man sieht hier zum Beispiel. Wir brauchen einen speziellen Schlüssel, um hier weiterzukommen. Jetzt muss ich allerdings schauen, ob hier Gegner kommen. Ja, kommen sie. Denn hier gibt es spezielle Gegner, von genau diesen wir diesen Schlüssel klauen müssen. Ich frage mich, wie man da drauf kommen soll. Ich weiß es nicht. Golpa, ich glaube, das sind sie sogar. Wir machen mal Pickpocket. In der Hoffnung, dass ich es auch schaffe. Die Frage ist, brauche ich nur einen Schlüssel oder brauche ich mehrere Schlüssel? Mein Gott, also ist doch gut jetzt. Ich hasse es, in diesem Spiel zu klauen. Das ist nicht normal, Alter. Ich meine, ich bin es ja gewohnt, dass man Ewigkeiten beim Klauen von Beklauen von Gegnern rumhantiert, aber... Oh ja, wir haben ihn, Secret Key. Perfekt. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob man, ob man mehrere Schlüssel braucht. Das weiß ich jetzt allerdings nicht. Naja, wir werden sehen. So, weg mit euch. Ja, wir brauchen nur einen Schlüssel, wie es aussieht. Sie sind nicht, sie werden nicht, also man braucht nicht für jede Tür einen Schlüssel. Mein Gott, Alter. Darf ich vielleicht auch mal was tun jetzt? Lang genug rumgefotzelt hier. Angriff. Brad, gib ihm. Jawohl. Jawohl. Bäm. Bim, 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 bim. Ashley, gib alles und viel mehr. Bam. Weg mit euch, ihr Pissgesichter. Perfekt. Es läuft, Leute, es läuft. So, jetzt können wir nämlich hier rein. Achso, ja, ich sollte ihn vielleicht auch anwenden. Wo ist er? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier, Secret Key. So, jetzt möchte ich aber trotzdem gucken, ob er noch im Inventar ist. Ja, alles klar, man braucht nur einen. Ich finde es trotzdem ein bisschen merkwürdig, dass man ja, das auf diese Weise machen muss. Ich meine, wenn man es nicht weiß, dann... Texas Number O. Wenn man es nicht weiß, würde man das ja nie herausfinden. Finde ich zumindest, aber okay. Das war ja damals noch das Interessante an JRPGs. Dass man halt vieles auch selber rausfinden musste. So. Zack. Was haben wir hier Nettes? Weitere Türen. Jetzt stelle sich mal einer vor, man bräuchte diese Anzahl an Duplikatoren, um hier durchzukommen. Das Amulett. Das Amulett ist auch eine Sache, was ich definitiv jetzt bald brauche. Denn ihr seht, es tut unser Glück um 2 Level erhöhen. Und wir haben jetzt Best Glück. Genau, das ist wichtig.
Denn ohne den Status Best Luck kommen wir nicht weiter. Mhm. Ach, ihr schon wieder. Wir machen mal ein bisschen Multiblast ins Gesicht. Denn ich habe jetzt keine Lust, ich spät euch auseinanderzusetzen. Jawohl. Perfekto. Perfekto injecto. So, Secret Key. Bam. Ich habe noch eine Tür vergessen am Anfang, aber da werde ich gleich nochmal zurückgehen. So, und ich glaube, bei dieser Tür brauchen wir eben diesen Best Luck Status, sonst wäre nichts passiert. Okay. Ach nein, das ist die Tür, Entschuldigung. Das ist die Tür. Jetzt muss ich, glaube ich, mit Ashley... Ja. Sonst hätte sich die Tür nicht geöffnet. Perfekt, oder? Und wir kriegen einen weiteren Wächter. Haha. Nice. Ich bin ein netter Typ. Chapabanga, der Wächter des Glückes. Okay, wenn es ums Glück geht, überlasst es mir. Bam. Und wir haben Chapabanga erhalten. Perfekt, Alter. Es läuft bei mir, es läuft. Was kann der Typ? Wow. Alter, seht ihr diese Statusboot? Alter. Alter. Ich weiß gar nicht, wem ich es geben soll. Tim? Können eigentlich alle ganz gut gebrauchen und ehrlich gesagt könnte sie es am meisten gebrauchen, die gute Kanan. Denn ich werde jetzt auch wieder ein bisschen mit Kanan spielen, habe ich jetzt entschlossen. Mich auf jeden Fall erstmal aufheilen. Ah, ich liebe es, Beeren zu haben. Ich liebe es. So, perfekto. Jetzt werde ich allerdings nochmal zu der anderen Tür zurückgehen, weil... Weil ich es kann. So, und damit hätten wir diesen Dungeon nämlich auch schon hinter uns gebracht. Aha. Gut, ich würde es nicht direkt Dungeon nennen, aber ihr wisst schon. So. Ach ja, jetzt kommen die Viecher wieder. Randomizer. Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren. Randomly invokes original powers. Okay. Wir werden es einsetzen. Ich weiß nicht, was es bringt, aber wir werden sehen, was es bringt. Ich glaube, sie macht mehr Schaden dadurch, aber sicher bin ich mir nicht. Das nächste, was wir machen möchten, ist ein weiterer Dungeon. Puh, obwohl ich nicht weiß, ob ich den jetzt schon machen möchte. Nein, ich glaube, den werde ich noch nicht machen. Denn ab jetzt kommen die Dungeons, wo es auch optionale Bosse gibt. Was mir im Moment nicht so passt, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte noch ein bisschen stärker werden. Jawohl. Ja, da sollte ich mich vielleicht noch ein bisschen... Ja, ich glaube, das hebe ich mir für später auf, tatsächlich. Ja.
denke, das war's jetzt erstmal mit optionalen Krusch. Erstmal zumindest. Ich habe nämlich auch nur 4 Stück. Ich möchte mal was anderes ausprobieren. So, ich möchte mal nochmal zum Island Outpost gehen, weil ich bin mir immer noch sicher, dass es hier was zu tun gibt für mich. Nein, ich möchte keine Magie. Zumindest erstmal nicht. Hallo? Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Wir werden mal das hier lernen. Irresist. Das ist ein bisschen verstärkt, wie es aussieht. Naja, also irgendwie kann ich bei dem das noch nicht machen, was ich will. Okay, gut, macht nichts. Ja, wir werden jetzt, denke ich, erstmal uns storytechnisch weiter fortbewegen, solange dieses Video noch läuft. Ein bisschen gucken, ein bisschen schauen, wir teleportieren uns nach Palace Village, denn dort ist unsere nächste Destination. Aber als erstes werde ich in die Stadt gehen, da oben sieht man es schon. Wir sind ja immer noch in der Versuchung, die Raylines zu deaktivieren, anzuzapfen, whatever. Das werden wir auch tun. Ich hatte eigentlich vor, einen optionalen Dungeon noch zu machen, aber da ist der Mindestlevel 4, also empfohlene Level 44. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, aber ich muss mich ja nicht unnötig in Gefahr bringen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und die Kämpfe werden noch Herausforderungen genug werden, glaubt mir. So, komm mal her hier. So, wir gehen jetzt exakt hier hin. Raypoint Flam, genau. Da werden wir mal gucken, was uns hier drin erwartet. Es ist ein Tempel. Mit Blöcken. Moment. Nein. Komme ich da hin? Wahrscheinlich nicht. Nö. Ha? Okay, was passiert, wenn ich hier runterfalle und mir das Ding hole? Ah, oh, Change Rod. Ah, oh, genau, das wollte ich auch. Okay, alles klärchen, alles klärchen. Und somit hat die gute Lilka auch sämtliche... Upsala. Sämtliche Tools für sich entschieden. Und das brauchen wir noch in Zukunft, glaube ich. Yeah, nice. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall jetzt hier eine Zeit lang. Oh, wir können uns Heilkristalle hercheaten. Geiler Shit, Alter. Geiler Shit, geiler Shit, geiler Shit. Was sollen diese scheiß Random Encounters immer, Alter? Ifrit. Wie heißt er? Haborium. What? Haburim. Haburim. Okay. Gucken wir mal, was die Viecher auf dem Kasten haben. Zum Glück sind wir schneller. Wow, Kanan entwickelt sich richtig zum Powerhouse hier. Die ist ja mal 100-mal nützlicher wie ein gewisser Ashley. Winchester. Ohne Winchester, natürlich. Perfekt. Okay. Okay, kann ich die anzünden? Jo.
Muss ich die anzünden? Anscheinend nicht. Ah, ich muss nur die roten anzünden, alles klar. Alles klärchen. Ist ja kein Ding hier, ist ja kein Ding. Oh, holy mother. Ja, geiler Shit, Alter. Geiler Shit. Hua. Hübele. Habelle, habelle. Nix da. Perfekt. Was bist du, Alter? Gigaflame. Die erinnern mich so ein bisschen an den ersten Teil, an diese Viecher. Da gab's die doch auch, oder? So relativ am Ende, erst im Ende, letzten Dungeon. Uah. Wow! Denkst auch, Alter, du bist hier der King, oder? Ha! Dafür ist aber ganz schön wenig auf dem Kasten, Junge. Ach mein Gott, ich liebe es, dass ich endlich Beeren habe, womit ich mich heilen kann. Es ist fantastisch. Es ist einfach nur fantastisch. Dass man sich über Standard aus dem ersten Teil im zweiten Teil freut, wenn man es endlich hat, das ist einfach verrückt. Moment, was ist das? Okay, von der anderen Seite vielleicht? Nö, das macht auch keinen Sinn. Dann habe ich vielleicht was falsch gemacht. Oh shit. Ah, oh shit. Ja, ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht schon. Ja. Oh wow, du bist echt ein toller Typ, Alter. Was für ein Schaden, Junge. Oh, er lebt noch. Hillebe! Hübele! So sieht's aus, Digga. So, nicht anders. Aber die Tür ist schon offen, komischerweise. Ach ne, diese Tür ist geschlossen. Ach fuck, Alter. Ja, ich habe was falsch gemacht. Ich weiß aber nicht, diese Dinger kommen nicht mehr zurück. Da muss ich vielleicht nochmal rein und nochmal raus. Ist jetzt nicht unbedingt dramatisch, wir hätten nur eine Gimmelcoin bekommen. Okay, Gatling Level 1, Alter, du gehst mir jetzt richtig auf den Sack, Junge. Du kriegst erstmal richtig auf den Dez jetzt hier. Bam, boom, 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 bam, boom, boom, bam, oh yeah. Jawohl. Ah, das hast nicht kommen sehen, Digga, hä? Huh? Okay. Mal gucken, ob das genauso funktioniert. Dass wir nur die roten anzünden müssen. Ja. Genau so funktioniert's. Perfekt. Oh, oho, ja. Natürlich werde ich euch als Brücke benutzen, ist ja klar. Wenn ich darf. Okay, Digga, du bist dran. Du bist dran. In your face, bitch. Ich glaube, so lang ist der Dungeon gar nicht mehr. Ha! Was gut wäre. Was haben wir hier drin? Holy Tablet. Holy shit! Wir wären nämlich sonst an die andere Kiste, die wir vorhin gesehen haben, hingekommen. Da wäre ein Gimmelcoin drin gewesen.
Ist mir eigentlich im Moment relativ peng, wenn ich ehrlich bin. So, was haben wir hier Schönes? Okay. Muss ich sie alle auf einmal anzünden, oder was? Ach, die gehen wieder aus, glaube ich. Das kennen wir ja schon. Okay, das war jetzt eigentlich easy. Sind wir hier vielleicht in Anfangs-Dungeon-Stadium oder so? Ich glaube, ich möchte euch erstmal... Ja, ich möchte... Alter... Yay! Zum Glück können wir dich als erstes aus dem Leben boxen. Nicht, dass du mir mal Timmy Junge aus dem Leben jagst. Timmy! Timmy! Ich will nicht, dass Timmy im Rollstuhl sitzt. Obwohl, wenn er heilen kann, ist mir egal. Oh, es wird wieder rumgezüngelt. Immer auf Tim, Alter. Nur weil er aussieht wie ein Mädchen. So dürre Beine hat wie ein Mädchen. Jawohl, weg. Perfekt. Achso, ja, ich war noch gar nicht fetch. So, jetzt aber. Und jetzt lass mich da rüber. Yeah, zu einer Kiste. Mit Gauntlets. Sehr gut. Die könnten vielleicht für ihn hier sein. Oder auch nicht. Ist das eine Waffe oder was ist das? Ach, sie hat auch nichts hier. Oh, tut unsere Zufallskämpfe. Mehr Zufallskämpfe. Holy Tablet. Oh ja. Gauntlets. Tut physische Angriffskraft erhöhen. Das machen wir doch gerne. Und dann geben wir vielleicht das hier mal erstmal. Ja, ich werde Maribel auch noch in die Gruppe nehmen, keine Sorge. Ich würde ihm gerne was geben. Ne, Moment. Ich würde gerne ihm das Holy Tablet geben. Das gibt ihm fast einen Boost von 100, was magische Power angeht. Alter. Okay. So, Moment. Ich glaube, dass die auch mit der Zeit ausgehen, oder? Kann ich mir zumindest vorstellen, dass es so ist. Gibt es bestimmt auch einen Trick oder so. Egal, wir brauchen keine Tricks. Wir sind gut. Doch was uns hier unten erwarten wird, liebe Freunde, ab dem nächsten Part Wild Arms 2. Ich kann schon mal so wie sagen, es wird ein Boss auf uns kommen. Deswegen, bis zum nächsten Mal. Ciao.